Freue mich, pünktlich beginnen zu können. Willkommen zur Nachmittags- und Kaffee-Session. Mein Name ist Robert Matzinger. Einige werden mich vielleicht nicht kennen. Ich komme von der Fachhochschule Burgenland in Eisenstadt, vom Department Informationstechnologie und Management und bin dort sozusagen der Open-Source-Beauftragte, wenn man so will. Wo ist das? Wir sind im Süden von Wien, im kleinsten Bundesland Österreichs, eine illustre schmucke Stadt. Derzeit erlebe ich ein bisschen einen Change of Worlds, weil bis vor wenigen Tagen hat meine Welt noch so ausgesehen. Also wenn meine technischen Erläuterungen nicht ganz so elaborat sind, bitte ich das ein wenig zu entschuldigen. Unter anderem veranstalten wir auch die Linux-Wochen Eisenstadt einmal im Jahr, seit mittlerweile 12 oder 13 Jahren, im Reigen der Linux-Wochen in Österreich. Das in etwa eine kleine Ausgabe der Frostcon entspricht. Meine Rolle an der Abteilung ist dort so etwas, ich komme aus dem Ein-Personen-Milieu, Ein-Personen-Betriebsmilieu und meine Aufgabe innerhalb der FH ist dort seinen kleinen IT-Security-Muster-Kleinstbetrieb zu sein. Das heißt, ich versuche auch hier, gerade hier für die Frostcon, immer konkrete Lösungen mitzubringen. Kann ich es weiter nach unten klicken vielleicht? Einen kleinen IT-Security-Musterbetrieb zu führen und von dort versuche ich auch immer wieder ganz konkrete Lösungen zu bringen. Es geht also heute darum, wie mache ich es wirklich? Wenn man mit IT-Security, also wenn man einfach seine eigene Anlage, also ich gehe jetzt davon aus, jeder wird irgendwie einen Desktop-Rechner haben, vielleicht einen Server irgendwo laufen, vielleicht ein Notebook oder zwei, ein paar Raspberries, also wie man halt so arbeitet, wie sichere ich die ab? Was mache ich damit? Da hat man einen Haufen Aufgaben. Und ich möchte mich heute auf das Surfen und die Internetanbindung konzentrieren. Denn da drohen uns ja alle möglichen Datenverluste, unbefugtes Benutzen von Infrastrukturen, vor allem das Letztere, möchte ich mich beschäftigen, Datenverlust, Datendiebstahl, also Daten, jemand zu Daten kommen, von dem ich es einmal ganz grob einfach nicht möchte, dass er das hat oder dass ich der Meinung bin, dass ihm das nichts angeht. Wir leben in einem Zeitalter, wo ja das Wissen über die User ein äußerst gewinnbringendes Tool ist, also auch das Wissen über mich, mit dem gehandelt wird. Viele Firmen wollen uns wiedererkennen, wollen uns kennen, verhandeln mit diesen Waren und es verlieren, also ich verwende den Terminus Daten verlieren, also ich lasse Daten herumliegen, die jeder aufpicken kann, auch wenn ich mit verschlüsselt kommuniziere, selbst dann sind die Metadaten von höchster Wichtigkeit. Was ist eigentlich wirklich das Wichtige? Gerade wenn ich jetzt ans Internet surfen denke, das Entscheidende ist eigentlich die Verknüpfbarkeit. Das heißt, was das Entscheidende ist und was ich durchbrechen muss, wenn ich das nicht möchte, ist den Wiedererkennungswert. Erst wenn jemand feststellt, also dass hier ein anonymer User, den wir nicht kennen, irgendeine Information abgesagt hat, das sagt an und für sich nichts. Spannend wird es erst, wenn festgestellt, das ist derselbe User wie gestern und der war so lang dort auf der Seite und der hat dann das und das und wenn ich irgendwann dann einlogge auch noch, dann mich gepinnt. Und das versuche ich also zu durchbrechen, weil daraus lassen sich Bewegungsprofile, Interessensprofile, Tätigkeiten, Freundeskreise, Bedeutungswolke ablegen und ich glaube, wir brauchen nicht jeder nur die politischen Nachrichten lesen, dass das wirklich wertvolles und wichtiges und vielleicht auch demokratiepolitisch entscheidendes Gut ist. Und den Satz, ich habe nichts zu verbergen, möchte ich wirklich nicht mehr hören. Gut. Systematisieren wir das mal ein bisschen. Also ich sitze jetzt hier mit meinem, nicht Notebook, mit meinem Kleincomputer, bin hier in die Hochschule eingebunden, also das nenne ich die Anschlussseite. Da kommen schon IP-Nummer, DHCP, all diese Dinge werden hier gestreut. Also meine MAC-Adresse taucht hier auf, meinen DHCP-Lease und wenn der verknüpft wird mit der IP-Adresse, wenn ich dann irgendwo zugriff, ist ja schon klar, okay, ich bin jetzt gerade an der Fachhochschule St. Augustin, Bewegungsbefehle, Reisezeiten, Konferenzbesuche lassen sich daraus konstruieren. Was gibt's noch an so Tricks? Jeder hat wahrscheinlich schon mal 8888 eingetragen oder OpenDNS Nameserver. Auch da verlieren wir natürlich Daten, wenn dieser Nameserver registriert, dass ich von dieser IP bestimmte URLs akquiriere. Und 888 kann man leicht nachschauen, gehört Google. Warum stellen Sie den ins Netz? Gegenmaßnahme, immer den gleichen DNS-Server oder am allerschönsten natürlich einen eigenen DNS-Server betreiben, der über die Routchain geht und das auflöst.
Was ich auf jeden Fall empfehle, um dem zu entgehen, und das sehen Sie auch hier, ist, ich tunnel mich mal nach Hause. Das heißt, ich arbeite niemals dort, wo ich gerade bin, sondern das Erste, was ich gleich in einem Skript mit hochfahre, ist einen Tunnel zu meinem Recht, zu meinem Server, der mir zu Hause steht. Damit erreiche ich noch kein großes Ergebnis, aber immerhin weiß die Fachhochschule St. Augustin jetzt nicht genau, wo ich surfe, sondern das weiß nur mein Rechner und mein Provider zu Hause. Und umgekehrt sehen die Seiten, die ich ansurfe, immer nur denselben Ort. Sie kriegen also keine Reiseprofile mit. Sie glauben immer, ich sitze zu Hause im Büro in Wien. Und außerdem kann ich hier natürlich sehr gefinkelt filtern, darauf komme ich später. Tor nützt uns auch sehr viel, aber was ein wesentlicher Inhalt dieses Vortrags ist, dass Tor allein nichts nutzt. Das Tor ist nicht so dieses Turn Privacy On. Es ist ein Tool, das Teil einer Lösungskette sein muss. Tor kann im Wesentlichen eines, es kann die IP-Nummer verschlüsseln. Ich möchte jetzt da keine Diskussion über die Sicherheit von Tor geben. Ich glaube, gegen die Datensammler, gegen die ich mich verteidigen möchte und glaube es zu können, halte ich Tor für sicher. Wie wir auch aus anderen Bereichen wissen, wenn große Geheimdienste großer Staaten einen wirklich haben wollen, dann werden sie einen kriegen, da werden wir nicht viel dagegen tun können. Aber um das geht es mir nicht. In diesem Sinn ist Tor ein wirklich hervorragendes Tool, das zumindest mal meine IP-Nummer verschleiert und daher den Seiten, die ich hier besuche, verschleiert, wo mein Verkehr herkommt. Die Frage ist, können mich die aus anderen Daten identifizieren oder bin ich dadurch wirklich gegen diesen Wiedererkennungswert gefeit und was kann ich gegen dieses Wiedererkennen tun, beziehungsweise was muss ich noch tun? Es wird ja alles Mögliche dafür getan, dass man wiedererkannt wird. Es gibt die unterschiedlichsten Tracking-Daten und man darf nicht vergessen, dass auch allein schon statistische Daten wertvoll sind, also aufgrund immer gleicher Einlogzeiten oder immer ähnlicher Abfolge von Startseiten, die man aufruft oder alle möglichen Dinge wären also statistisch. Und es reicht ja schon die Aussage mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel Prozent, ist das derselbe User wie gestern, der das und das gemacht hat. Auch diese Daten sind ja für entsprechende Datensammler wichtig. Okay, Cookies, einziger Zweck von Cookies ist der Wiedererkennung. Gut, machen wir mal das, drehen wir mal Cookies ab. Geht in den Einstellungen, gibt auch Plugins, ich zeige sie nachher her. Zweitens, diverse Plugins. Voriges Jahr hätte ich mich noch getraut, das zu sagen, dass die Hälfte aufzeigt, wenn ich frage, wer hat Flash installiert. Mittlerweile hat das Gott sei Dank eh fast niemand mehr, oder? Wer hat noch immer Flash-Plugin installiert? Also herzliches Beileid. Weil darin ist natürlich ein Stück spezifische Software, worin sich alle möglichen Wiedererkennungsmechanismen verbergen können. Super-Cookies, Flash-Cookies hat es alles gegeben. Ich habe das beobachtet, Flash war eines der am meisten benannten Systeme mit Sicherheitswarnungen. Ich habe dann 2016 aufgehört, es zu zählen. Es war mir zu blöd. Gott sei Dank braucht man es heute eigentlich nicht mehr wirklich. Ich werde auch zeigen, wie man es verwenden kann, wenn man es unbedingt braucht. Ja. Zweites, JavaScript. Wir alle haben uns gewöhnt an diese Web... Ja, bitte? Ja. Das, bitte, was? Die Frage war, ob ich noch Java installiert habe. Jein, ich habe Java-Plugin installiert in einer read-only-virtuellen Maschine, die ich nur dann verwende, wenn... die ich nur dann verwende, wenn ich es unbedingt brauche, in meiner normalen Maschine nicht. Ja, ich hätte es erwähnen sollen, danke für den Hinweis. Wir alle haben uns an Web 2.0 gewöhnt und eines der wesentlichen Mechanismen von Web 2.0 ist ja, dass das JavaScript in einer Seite per XML-HTTP-Request Teile einer Seite nachladen kann. Bei dieser Übertragung kann es natürlich auch ganz viele Daten wieder an den entsprechenden Server zurückliefern. Ich zeige das mal beispielhaft her, was da alles an Wissen abgeliefert wird. Ich schaue mal, wie schnell die Internetverbindung ist. Ist das für die meisten hier relativ well known, weil dann gehe ich schneller drüber und behalte mich mehr bei den Containern auf, oder ist das sehr, okay, dann, okay, ich werde mein Bestes tun.
Ja, können wir machen. Einen kleinen Moment. Also da wird schon mal mitgeliefert, von wo, Referrer, Unique IDs, User Agents, Language, Content Type, bis da hinten JavaScript, Screen Size und es gibt Fonts, 153 Fonts und die kann man sich sogar noch auflisten lassen. Also das gibt einen Unique Fingerprint, mit dem mein Browser eindeutig erkennbar ist. Also auch dann, wenn ich meine IP-Nummer verschlüssele, erkennt jemand sofort, okay, das ist dasselbe wie, weil der hat genau diesen Fingerprint. Ich werde dann gleich, ja, wurscht. Besonders, also ich komme jetzt zu den härteren Dingen. Canvas Fingerprinting seit HTML5 haben wir das Canvas-Element und was gerne gemacht wird, ist JavaScript. Es wird per JavaScript irgendwo etwas dargestellt und dann die exakte Darstellung des Fonts oder des Bildes am Bildschirm. Das heißt, das sind Dinge, Einflüsse wie Grafiktreiber, Bildschirm, Qualität, Bildauflösung. Viele solche Dinge sind da drinnen. Und diesen Unique Fingerprint, dieses Canvas Fingerprint, kann man auch sehr gut zur Wiedererkennung verwerten. Gegenmaßnahme, es gibt ein Plugin, den Canvas Blocker, den empfehle ich unbedingt als eine der Maßnahmen hier abzugreifen. So, jetzt möchte ich mich konzentrieren, das sind sozusagen die Dinge, die man sowieso machen. Jetzt möchte ich darüber diskutieren, no Cookies, no Flash, no JavaScript. Was geht immer noch? Es gibt alle möglichen HTML-Header, Referrer, die man abdrehen sollte. Einer dieser dieser Header ist der mittlerweile, glaube ich, relativ bekannte User Agent String, der eigentlich dazu gedacht wäre, einen Server zu reporten, welcher Browser ist das und wie kannst du das ausliefern. Hier stehen unglaublich viele Details drinnen und man kann sagen, dass da etliche Bit in der Größe von ungefähr 10 Bit Information drinnen ist. Was kann man damit dagegen tun? Man kann den patchen mit irgendetwas anderes. Auf das komme ich noch ein bisschen später. Ja, das means that an average of only one person in 1500 persons will have the same user agent as you. Was mache ich dagegen? Von der Seite, die ich da unten zeige, hole ich mir alle 14 Tage die am meisten verbreiteten user agent strings rein und mit einem Skript, das sieht man, das Skript macht changing UA to whatever. Wenn ich das noch einmal aufrufe, einen anderen Browser, dann sehen Sie hier, dass er den User Agent in irgendeinen anderen, vielleicht ist jetzt zufällig dasselbe, User Agent String verwandelt. Das heißt, das ist eine Minimalmaßnahme, die ich mache, dass ich jedes Mal, wenn ich einen Browser hochfahre, dort einen anderen und dann noch einen möglichst prominenten, also nicht einen exotischen, sondern einen, der sehr, sehr häufig verwendet wird, hineinpatche. Jetzt haben wir es ja so, dass Seiten aus vielen Elementen bestehen. Und sehr gerne werden darin andere Elemente versteckt, irgendwelche One-Pixel-GIFs oder auch irgendwelche Werbeeinschaltungen und so. Und diese Requests gehen an die entsprechenden Ad-Server zurück, die damit feststellen können, okay, jemand hier hat diese Seite aufgerufen. Und wenn diese Ad-Server, und das kann, was es hier in Google Analytics sein, also googleanalytics.javascript findet man in unglaublich vielen Seiten drinnen, oder irgendwelche anderen Ad-Server, dann ist der Ad-Server natürlich bestens informiert über die Aktivitäten, die man macht. Was kann man dagegen tun? Man kann zumindest mal die wichtigsten Ad-Server ausschalten. Es gibt Adblock. Ich persönlich bevorzuge das aber in einem Proxy, in einen Filter zu tun und das nicht dem Browser anzulasten. Vorsicht! Das Plugin, es war lange Zeit, ich weiß nicht, ob die Geschichte bekannt ist, es waren diese Adblocker selbst ein Security-Problem. Also, man konnte dann Ausnahmen von dem Adblocker kaufen. Ja? Es hieß erwünschte Werbung, ich hätte es Schutzgeld genannt, aber bitte. Referring URLs, wenn ich mit einem Google etwas suche, probieren wir das mal aus. Bei mir gar nicht voreingestellt. Und da, was weiß ich, Frostcon eingebe. Dann, und man schaut sich an, was hier eigentlich wirklich gelinkt wird. Dann sieht man, dass das bei weitem nicht www.frostcon.de ist, sondern dieses Konstrukt. Das heißt,
Jetzt wird zuerst mal an Google gemeldet, dass ich diesen Klick angeklickt habe und dann erst wird weitergeleitet auf die Frostcon-Seite. Ja, oder andere Suchmaschine verwenden. Ich komme gleich zu den Maßnahmen. Andere Suchmaschine verwenden. Ja, oder das wirklich mit Copy und Paste die entsprechende URL verwenden. Selber Trick mit Short URLs, mit gepatchten QR-Codes, brauche ich nicht weiter darauf eingehen. Dummy Authorization, auch ein spannender Trick. Man schickt irgendwann mal, also wenn man sich genau anschaut, wie eine URL aufgebaut ist, dann hat die eigentlich die Form Protokoll, User, Passwort, Add, Site, File. Das existiert fast nie, aber es gibt es als Möglichkeit. Etliche Browser beherrschen es. Und sobald diese Information mitgeschickt wurde, sendet der Browser automatisch, weil jetzt ist man ja eingeloggt dort, eine Authorization-Info mit. Und diese Authorization-Info ist ein hervorragendes Session-Cookie, selbst dann, wenn ich Session-Cookies abgedreht habe. Was mache ich dagegen? Ich nehme ein Plugin, das mir den Authorization-Header mal grundsätzlich sperrt, um gegen diesen prominenten Trick gewappnet zu sein. Okay, manchmal muss ich mich aber doch einloggen. Was mache ich dann? Ich nehme einen anderen Browser. Fontlists haben wir gerade gesehen. Die lassen sich auch ohne JavaScript nachladen, weil man kann ja schauen, welche Fonts sich ein Browser von einem Server holt und welche nicht, weil er sie eh schon hat. Und aufgrund dieser Liste kann man relativ gut erkennen, welche Fonts ein User installiert hat bzw. schon im Cache hat. Was mache ich als Maßnahme? Ich sperre TrueType TTF URLs im Proxy überhaupt und das Caching muss entsprechend konfiguriert werden. Und gegen etwas, das ich persönlich wäre neugierig, wenn jemand etwas heißt, keine Maßnahme kenne. Und wie gesagt, wir sind im Bereich No JavaScript, No Flash, No Cookies, Plain HTML, CSS. Kann man mit bedingten CSS, also CSS hat die Möglichkeit zu sagen, wenn meine Screen Size größer als so und kleiner als so ist, dann stelle es so und so dar und ansonsten stelle es so und so dar. Und ihr habt das schon beobachtet in Seiten, das sind endlose Listen von solchen Einträgen. Also wenn die Screen Size zwischen 688 und 688 irgendwas ist, dann macht das und das. Und damit erkennt der Server daran, welche URL hier nachgeladen wird, um exakt dargestellt zu werden, genau meine Screen Size. Wie gesagt, no JavaScript. Ich habe kein Mittel dagegen. Ja? Also einzige Mittel wäre zumindest, den Browser immer verschieden groß einzustellen. Das macht aber wenig Spaß. Also falls jemand ein Mittel dagegen hat, bitte nur her damit. Also es gibt noch haufenweise alle Angriffe, aber was mir wichtig ist, wenn wir über Tor reden und über das Abwehren von Browser-Wiedererkennung, dann strictly no JavaScript, strictly no Cookies, strictly no Flash und no Plugins. Und wenn dann irgendetwas nicht funktioniert, dann funktioniert es eben nicht. Period. Aber das generelle Problem ist, dass immer wieder neue, ich betreibe das jetzt schon seit Jahren, immer wieder neue Tracking-Maßnahmen auftauchen, gegen die man sich neu das verteidigen muss, gegen neue Mittel finden muss, um die irgendwie wieder loszuwerden. Das heißt, man ist eigentlich ständig in der Defensive, sofort, Moment, und ein vollständiger Schutz besteht nicht. Man kann immer nur die most common practices sozusagen abwehren. Bitte eine Frage. Also, okay. Gut, kommen wir zu den Lösungen. Etliche habe ich schon erwähnt. Okay, JavaScript abdrehen, Plugins abdrehen, Cookies abdrehen. Im Endeffekt ist es nicht wirklich praktikabel, weil man es für viele Zwecke einfach braucht. Bitte. Wenn ich damit dann Browser, also mein Browser kein JavaScript mehr auf, das heißt, der Server ist nicht welcher, okay, die Hauptseite wird laden, aber mein Ajax kommt gar nicht mehr an, mache ich mich damit nicht. Die Frage war, ob ich durch dieses konsequente Abdrehen mich nicht noch wieder erkennbarer mache. Die Frage ist berechtigt. Ich würde das dann gerne bitte, wenn das weitergeht, in den Diskussionsteil verlegen. Die Frage halte ich trotzdem für berechtigt. Wenn ich den Messungen von Panoptik, natürlich mache ich mich da mit erkennbar, aber wenn ich all die Details preisgebe, mache ich mich noch erkennbarer. Ja, ich gehöre damit und in die 1-2% der User, die das alles abgedreht haben, so viele sind es ungefähr, ich habe das eine Werbefirma befragt, wie viele User haben JavaScript abgedreht, die Antwort war ca. 1-2%. Gut, bin ich einer unter 100,
Aber das ist immer noch besser, als ich bin einer unter 100.000. Also bessere Antwort habe ich nicht. Diskussion oder Frage? Okay. Was kann ich noch tun? Alternative Suchmaschinen verwenden. Startpage verwende ich sehr gerne. DuckDuckGo geht ganz gut. Ich verwende Google nur sehr selten, um eine Profilbildung entsprechend zu verhindern. Und jeder produktiv genutzte Firefox ist mit einer Menge an Plugins ausgestattet, die ich am liebsten in der Grundausstattung von Firefox sehen würde. Dazu gehört NoScript, wer es nicht kennt. Es lässt mich JavaScript-spezifisch auswählen. Das heißt, wenn ich an der Seite nichts sehe und man denkt, okay, das kann ich aber jetzt riskieren. Es geht ja nicht um grundsätzliche Verhinderung. Ich möchte nicht meine Kommunikation abdrehen. Ich möchte nur Herr über meine eigenen Daten wieder werden. Okay, dieses JavaScript erlaube ich. Cookie-Controller, ganz wichtig. Canvas-Blocker, der läuft im Hintergrund und Modify-Headers, um diesen Authorization-Header aufzulösen. Und dahinter läuft noch ein Proxy, der alles Mögliche filtert. Ich erlaube mir das kurz mal herzuzeigen. Den brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Oh ja, den könnte man vielleicht noch brauchen. Machen wir so. Also Sie sehen, es wird bei mir auch entsprechend eingefärbt. Ja, größer war der Wunsch. Okay, die Buttons werden leider nicht größer. Und wenn ich jetzt irgendwie sowas wie ansurfe, dann kann ich mich vertippt. Dann kann ich hier wählen, ob entsprechende JavaScript ausgelöst wird. Das ist das NoScript. Und ich kann hier wählen, ob ich Cookies erlaube oder nicht. Und ich kann Cookies auch sehr schnell wieder aufräumen. Die anderen beiden Plugins sieht man fast nicht. Da ist das Modifier-Headers, aber da muss man eigentlich fast nichts machen, wenn man es einmal ordentlich eingestellt hat. Das halte ich so also für die Grundausstattung eines Browsers, sodass wir ordentlich produktiv damit arbeiten können. Wir haben die Kollegen von Adblock draußen sitzen. Tolles Projekt, aber ich habe es lieber im Proxy, also ich habe es lieber in einen Privoxy gepackt. Dieselbe Funktionalität. Plugins ändern sich, es gibt ständig Updates, ist keine perfekte Lösung. Aber die allerwichtigste Maßnahme meiner Meinung nach ist es, liegt in der Arbeitsweise. Und das ist der Grund, warum es kein Apt-get-install-privacy gibt, meiner Meinung nach. Was ich konsequent in meiner Arbeitsweise durchgezogen habe, ist, dass ich für verschiedene Aufgaben, verschiedene Rollen, die ich in meinem Leben übernehme, einfach verschiedene Welten, verschiedene Browser verwende. Ich mache nicht mit demselben Browser, mit dem ich auf der Foscon herumsurfe, andere Interessen wie zum Beispiel das Kajakfahren und private Kontakte kommen auch wieder in einen anderen Browser mit entsprechend anderen Nicknames, entsprechend anderen Kontakten und möglichst auch mit anderen Wegen ins Internet, weil wir haben ja gerade gehört, dass wesentlich das Wiedererkennen und dass ich mich, dass ich Informatiker bin, das kann eh jeder nachlesen, das ist nicht weiter überraschend, aber muss nicht unbedingt auf alle anderen Interessen automatisch und vor allem nicht leicht schließen können. Also ich bin überzeugt, ein entsprechender Geheimdienst wird das alles herausfinden können, aber es soll bitte nicht so leicht gehen. Das heißt, rollenbezogene Identities, rollenbezogene Arbeitsfelder halten mir Cookies auseinander, halten mir Login-Daten auseinander, halten mir Browser-Daten auseinander. Und das geht mit dem Firefox sehr gut, indem man es einfach in ein Kommando packt. Da gibt es dieses -P für Profiles und das habe ich halt in ein entsprechendes File eingebaut. Und in diesem Sinn kann ich mit einem Skript einfach neue Firefox-Instanzen erzeugen. Sie haben vielleicht vorher beobachtet, das war schon Teil der Demo, dass ich sowas getippt habe wie Firefox Fresh A. Das steht für Fresh und über Tor. Das heißt, ich kriege einen komplett neuen Firefox aus einem Default-Template, der in einem eigenen Bereich läuft. Und da kann ich jetzt alles Mögliche machen. Zum Beispiel, wenn ich eine komplizierte Login-Seite habe, die und es gibt immer noch einen Haufen Seiten, die nicht durch den Privoxy gehen, und zumindest habe ich nicht herausgefunden, wie das funktioniert. Dann rufe ich einen Firefox auf, der plain ist. Das ist ein One-Shot-Browser, das heißt, ich rufe einmal auf, mache meine Aktivität, shut it down und alles, was da drin gespeichert, gecookied oder sonst wie ist, ist weg. Und das mache ich ja auch nur mit Seiten, die ich brauche, was weiß ich jetzt mit der Fluggesellschaft, okay, mit der muss ich halt irgendwie interagieren. Okay, this was the normal stuff.
Und über das habe ich auch schon Vorträge gehalten, die nur sich damit beschäftigt haben, deswegen vielleicht hier ein wenig kürzer. Ich wollte einfach noch mehr haben. Ich wollte ein bisschen mehr Schutzschichten haben. Aber ich wollte meine bewohnte Arbeitsumgebung beibehalten. Ich will nicht auf eine komplett neue Distribution wechseln oder irgendwie total anderes System aufsetzen müssen. Und ich wollte Desktop-Integration haben, dass das einfach entsprechend schnell geht. Etwas, was dabei schon entstanden ist, ist, dass ich in meinem Server eine ganze Kette von Proxy-Servern betreibe mit unterschiedlichen Eigenschaften. Beispielsweise, ich habe tatsächlich einen Facebook-Account, ich führe dort null Freunde, aber ich brauche ihn aus dienstlichen Gründen, also ist Facebook in allen Proxys gesperrt, bis auf diesen einen, wo ich mit dem einen Browser dort rausgehe. Und damit kann ich mir nicht irrtümlich irgendeinen Like-It-Button eintreten in einer Seite, die ich gar nicht will, sondern dort läuft nur genau das und damit kann ich diese Aktivität erledigen und die ist von allen anderen unabhängig. Sie kennen das, die Problematik mit den Like-It-Buttons und den Cookies, dass Seiten wie Facebook, wir können es beim Namen nennen, wenn man, selbst wenn man nicht eingeloggt ist und ein Cookie hat, all die Aktivitäten, die man macht, mitbekommt, wenn nur ein Like-It-Button in einer Seite drinnen ist. Das wissen hoffentlich alle, oder? Okay. Also deswegen solche Aktivitäten und viele andere Dinge. Das heißt, unterschiedliche Eigenschaften. Für manche Aktivitäten brauche ich kein Tor-Netzwerk. Das kann tatsächlich jeder wissen, es ist vom Rest entkoppelt. Also solche Proxy-Server. Dann, was könnte man noch machen? Was vielfach empfohlen wurde noch war, na warum machen wir das Ganze nicht in einer Virtual Box? Fahren unsere virtuelle Maschine hoch, dann ist alles da drinnen, da kann ich read-only, also immutable heißt das bei Virtual Box, arbeiten. Okay, aber das Problem ist, das erfüllt nicht mein zweites Requirement, ich will das ja in den Desktop integriert haben, ich will nicht irgendeine lustige Maschine hochfahren müssen, sondern ich will einfach arbeiten können. Außerdem verliert man mit so einer Virtualisierung doch etliches an Performance. Bis vor kurzem hatte ich nicht diesen wunderbaren Rechner, sondern einen erheblich schwächeren. Da war das schlicht und ergreifend nicht durchführbar. Diesen Performanceverlust durch die Hardware-Emulierung einer VirtualBox oder ähnlichen Lösung zu akzeptieren. Ja, was ist mir noch zugetragen worden? CubesOS, weiß nicht, ob Leute kennen, ich habe es nicht selber getestet, ist ein sehr vielversprechendes System, wo das ganze System im Wesentlichen unterteilt wird in entsprechende Xen-virtuelle Maschinen, wie man das in der Xen-Terminologie heißt. Das heißt, dahinter läuft eine Paravirtualisierung, ich würde es als Hardware-Assisted Virtualization betrachten und die ganze Arbeit findet in verschiedenen virtuellen Maschinen statt, die voneinander isoliert sein können. Nachteil, ich muss komplett auf CubesOS umsteigen und sagen, okay, ich installiere mein Notebook, meinen Rechner jetzt mit CubesOS, dann kann ich das nutzen. Ansonsten sehr vielversprechendes Projekt. Und was es immer schon gibt und womit ich mich immer gern beschäftigt habe, sind Container. Container sind praktisch ein abgetrennter Bereich im Betriebssystem, der nach innen so aussieht wie eine eigene virtuelle Maschine, aber keine ist. Das heißt, die Prozesse laufen im Hostsystem, laufen im normalen Scheduler, nur die Namespaces, die entsprechenden Zugriffsrechte sind passend eingeschränkt. Und die Lösung wäre doch sowas wie Betriebssystemvirtualisierung oder Container plus X11 Forwarding. Vergessen wir nicht, X11, also unser Desktop-System, ist immer noch ein TCP-fähiges System oder auch über Sockets kann man es auch machen. Und Logical Volume Management, das müsste mir doch eigentlich dasselbe ergeben. Betriebssystem-Virtualisierung Container ist in Wahrheit nichts Neues, das gibt es schon lang. FreeBSD Jail, weiß nicht, wer sich noch erinnert an vServer und OpenVZ, ich habe vServer lange produktiv verwendet, ist jetzt, diese Projekte sind großteils, ja sagen wir mal, in Vergessenheit geraten, weil dieselben Features heute seit Kernel 3 oder 4 oder so auch im Mainstream-Kernel möglich sind. Und die Features, die dahinter gebraucht werden, sind Namespace Separation, dass man also nur eingeschränkten Teil der Maschine sieht, Control Groups, dass man nur eingeschränkte Zugriffsrechte hat und was ich auch sehr gerne verwende, UAD-Mappings, damit Root in dem Container nicht Root auf meiner Hostmaschine ist. Das möchte ich einfach so. Ich beschäftige mich schon länger damit und ich habe da schon Vorträge gehalten, als es noch fast belächelt war. Das war noch vor dem Aufkommen von Docker. Mittlerweile weiß jeder, wie wichtig Container geworden sind als die Lightweight Virtualization des Cloud Computing Zeitalters, wo ich in Sekundenschnelle, also Docker, das betrifft vor allem Docker, ganze Containerfarmen hochfahren kann. Das ist aber Technologie aus dem Serverbereich,
und aus dem Rechenzentrumsbereich. Und gerade Docker hat ja einen sagenhaften Höhenflug in den letzten paar Jahren hingelegt und läuft in, bei allen wesentlichen Cloud-Providern. Für diesen Zweck erschien aber Docker nicht ganz so gut geeignet. Es ist hervorragend implementiert, ein gigantisches Ökosystem dahinter, aber Docker-Container laufen als Root und ich möchte das nicht. Und da schien mir LXC besser und es gibt auch noch andere Lösungen. In LXC sind unprivileged Container möglich. Ich bin wesentlich flexibler. Man kann das sozusagen, es ist sozusagen der Assembler der Containertechnologie. Man muss aber dafür auch ziemlich viel selber machen und man braucht mindestens ein paar Tage, um das herauszuklamüsern, wie das funktioniert. Ja, wie gesagt, Docker-Container laufen als Root. Es wird gesagt, dass das eh nicht notwendig sei und dass man sich ja oft nicht auf Security konzentriert, sondern auf Applicability. Aber ich bin der Meinung, dass das schade ist, dass dieses Feature nicht enthalten ist. Worum geht's? Also es geht darum, dass wenn dieser Teil, also ich habe ja die Hardware, das Betriebssystem und das Betriebssystem separiert mir Gastsysteme und ich möchte haben, und es funktioniert, dass in diesem Gastsystem der Root nicht Root in meinem Hostsystem ist. Damit ich zusätzlich zu den Isolationsschichten noch auf das klassische User-Management eines Linux-Kernels zurückgreifen kann. Okay, verschlüsselte Leitung möchte ich hier eigentlich nicht. Was ist hier passiert? Ah, Verzeihung. Falsche Taste. Okay, was ist die Idee dieser Lösung? Zusätzlich, dass ich meine Browser, weil ich, wenn ich mit dem -p arbeite, vertraue ich ja eigentlich den Firefox implementieren, dass die diese Browserinstanzen sauber auseinanderhalten können. Ja, wenn es jetzt um Plugins oder eventuell um Leaks in den Browser geht, dann bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher. Ist es nicht hübscher? Ich packe diesen Browser einfach in einen eigenen Container, der hinter einer Firewall läuft. Die Firewall erlaubt ausschließlich das Zugreifen auf mein Display und zusätzlich leitet sie den Verkehr noch meinen Server auf die entsprechenden Proxy-Instanzen um, um je nach Personality die richtigen Grad an zwischen Offenheit, Sicherheit, Freiheit, Zugreifbarkeit auszuwählen. Und was kann ich sonst noch machen? Darunter lasse ich ein Logical Volume Management laufen. Das heißt, jeder dieser Container hat sein eigenes Logical Volume auf meinem Rechner. Na, dann kann ich doch ganz wunderbar Snapshots machen und damit ein auf einfache Weise ein Rollback. Das heißt, ich mache irgendwas und dann schmeiße ich das Ding einfach wieder weg, sodass ich jederzeit ein Reset machen kann, wenn ich besonders toxische Seiten aus irgendeinem Grund angreifen möchte. Gut, an dieser Stelle die Demo. So. Also was ich schon gezeigt habe, hier ist, auf welche Weise ich Browserinstanzen so auf meiner normalen Maschine jederzeit erzeugen kann. Es reicht ein einfaches, so, schauen wir, ob wir es in der History haben. Genau sowas zum Beispiel, diese Kommandozeile. Ich möchte einen Klon machen, JavaScript on, Plugins off. Als Proxy möchte ich meinen Tor-Server haben und ich kann sogar eine Farbe vergeben und einen Titel. Und auf das hinauf erzeugt mir dieses Skript sofort eine neue Personality. Und wenn ich jetzt Firefox Frostcon aufrufe, bekomme ich einen neuen Browser. Der jetzt ausschließlich für, der ist noch dazu gelb, grün hätte sein sollen, Verzeihung, der ausschließlich für meine Aktivitäten hier auf der Frostcon jetzt gedacht ist. Und wenn ich ihn nicht mehr haben möchte, dann lösche ich ihn wieder, refresh die Einträge und weg ist er. So funktioniert das ohne Container. Wenn ich das Ganze mit Container mache, möchte ich zuerst mal zeigen, wie ich Fire Command. Ja, Moment, nicht alles auf einmal. Groß genug?
Also, nur zur Orientierung, das weiß ich nicht, ob ich das größer drehen kann, mal schauen. Ja, geht. Hier auf dieser Maschine läuft, man sieht hier im Hardtop, da einen Container laufen, der heißt Fire in diesem Fall. Und da drinnen sind alle möglichen Prozesse, die halt diese Maschine ausmachen. Es sind aber aus Sicht der Hostmaschine ganz normale Prozesse. Innerhalb dieses Containers sehe ich einen viel eingeschränkteren Bereich. Das ist jetzt die Innensicht. Da sehe ich nur die Prozesse. Das heißt, das schaut aus wie eine ganz normale Maschine, die in sich abgeschlossen ist, wo ich mein ganz normales Filesystem habe, wie es jeder kennt, wo ich meine ganz normale Prozesswelt habe, wo ich meine Userwelt habe, wo ich meine Netzwerkverbindungen habe, und all das wird von den entsprechenden Kernel-Features und der LXC-Implementierung nach außen geleitet. Das heißt, die Innensicht ist eine ganz abgetrennte, wie viel Zeit habe ich noch, virtuelle Maschine. Die Außensicht, und das ist das Interessante, was ich mag, ist, dass das ganz normale Prozesse sind, ohne eine Virtualisierungszwischenschicht. So. So, und wenn ich daher mit einem entsprechenden Kommando dort einen Browser starte, Plain ist für mich das Kürzel für, hier wird ein komplett frischer Browser und in dem Fall sogar noch ohne Plugins, ohne irgendwelche weiteren Hindernisse erzeugt, und ich leite es über einen sehr einfachen Proxy weiter, dann wird das in diesem Browser gestartet und ich sehe hoffentlich bald, ja, das User Agent Changing wird trotzdem durchgeführt. Okay. Da ist er. Und ich habe hier meinen Browser. Der unterscheidet sich am Desktop durch nichts von allen anderen. Ich kann ja ganz normal arbeiten. Es gehen auch Videoseiten, allerdings um den Sound muss man sich nochmal extra kümmern mit Pulse. In dem Fall ist der in keinster Weise abgesichert, weil es ein Plain-Server ist. Ich kann auch auf derselben Maschine einen abgesicherten Server einfach starten bzw. erzeugen lassen. Aber wenn wir analysieren wollen, was das eigentlich heißt, möchte ich Sie hier darauf hinweisen, vielleicht machen wir es am besten, ja, da kommt jetzt dieser abgesicherte Server. Wo läuft der jetzt tatsächlich? Wenn man da genau schaut, läuft der da, da läuft der Firefox, erstens mal innerhalb dieses Containers und zweitens als der hat also überhaupt keinen Zugriff auf die anderen Dateien. Und zweitens als User 19.0.1.0.0. So, und wenn ich jetzt was besonders Toxisches machen möchte, dann kann ich Folgendes machen. Ich schließe diese virtuelle Maschine. Im Hintergrund erzeuge ich einen Snapshot von dem Logical Volume und fahre die Maschine auf diesen Snapshot wieder hoch. Das ist, was ich gerade hier versuche. So. So.
Okay, jetzt erzeuge ich mir in dieser virtuellen Maschine einen neuen Browser. Und Sie sehen, es funktioniert ganz normal am Desktop, ein bisschen länger brauchen tut es vielleicht. Habe ich vertippt? Bitte? Man soll nicht zu schnell tippen. So. Jetzt funktioniert mal das. Man sieht schon im Hintergrund, okay, da ist dieser neue Browser und erstens einmal, so wie vorhin, läuft er in dieser virtuellen Maschine, abgekapselt vom Rest meines Systems. Wir sehen unter einem very unprivileged user sogar root auf dieser Maschine, das ist root auf der Maschine, hat auf meiner Hostmaschine User-ID 19.000 oder jedenfalls 19 und einen Haufen Nullen, jedenfalls nicht 0. Ich kann ja ganz normal arbeiten und browsen. Ich habe auch da meine Sicherheitsfeatures entsprechend eingebaut. Und was man auch erst bei der beim entsprechenden Nachschauen sieht, ist, wenn man da das Logical Volume Management analysiert, dann sieht man, es gibt nicht nur das Logical Volume für den alten, für die alte Maschine, sondern es gibt einen Snapshot drüber. Und das Root Directory von dieser Maschine ist auf dem Snapshot gemountet. Das heißt, in dem Moment, wo ich das nicht mehr haben möchte, schließe ich diesen Snapshot. Und weg ist, was immer hier passiert ist. Und damit kann ich doch, glaube ich, auf eine relativ sichere Art auch gefährliche Seiten aufrufen, ohne dass es entsprechend stört. Also ich halte das für doch relativ sicher. Ich meine, irgendeine Sicherheitslücke hat man immer, aber man hat gleichzeitig nicht den Overhead einer Virtual Box und trotzdem eine sehr gute Kapselung all dieser Daten. Und wenn man das entsprechend skriptet, ist es in den Desktop zu integrieren. Man ruft ja nicht alle 2 Sekunden einen neuen Browser auf, funktioniert das beim Arbeiten eigentlich ganz brauchbar. Ja, bitte. Da brauche ich Special Means. Aber wenn ich aus so einem toxischen Browser, also sag, toxisch heißt, ich besuche irgendwas, wo ich mir echt ein schlechtes Bauchgefühl habe, dorthin zu greifen. Also was weiß ich, ich komme gegen eine Spammer-Seite rein und ich möchte mir mal anschauen, wer möchte denn da eigentlich meine Account-Daten haben. Ja, dann von dort werde ich nicht viel runterladen und wenn, dann werde ich sehr genau untersuchen, was das ist. Das ist mir eh ganz recht, was in das sehr abgekapselt in irgendeiner Umgebung ist und dort mal analysiert werden kann. Und nicht jederzeit die Möglichkeit, in Wahrheit, was ich mir schaffe, ist die Möglichkeit eines Rollbacks. Ja, also ich tue das mal in eine eigene getrennte Maschine und erhalte mir die Möglichkeit eines totalen Rollbacks auf der ganzen Maschine. Gleichzeitig bin ich aber normal, kann ich normal arbeiten und habe keinen Virtualisierungsoverhead. Ja, so viel zur Demo. Es gibt, wie gesagt, mehrere verwandte Projekte. CubesOS ist schon eins. Gestern bin ich hingewiesen worden auf FireJail, ein Projekt, das auch etwas Ähnliches probiert, nämlich genau den Browser in so eine Jail zu packen. Ich habe es nur über Nacht kurz angeschaut. So viel ich das verstanden habe, haben die kein UID-Mapping drinnen, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, falls das so ist. Also ich würde, mir erscheint das ein sehr gutes Projekt, das ist ein bisschen more lightweight than mine. Was man mit dieser Möglichkeit auch noch sehr leicht mitbekommt, über XL-Forwarding kann ich auch sehr gut Container verwenden, die irgendwo auf meinem Server rumliegen. Ich kann da also Software starten,
und die halt entsprechend langsamer einfach durch den Tunnel durchtunneln. Und das bringt mich zum nächsten Schritt, kann ich nicht solche Container einfach herumbewegen? Und das wird der nächste Schritt sein bei dieser Entwicklung. Wir wissen alle, dass Softwareinstallation ja meist nicht einfach mit apt-get geht, sondern wenn ich etwas installiere, was ich wirklich haben möchte, also nehmen wir was Einfaches her, ein Office-Paket, dann werden da noch spezielle Fonts reingeladen und die Einstellungen ein bisschen verändert und noch ein, zwei Help-Files dazu und eine Sprache und hast du nicht gesehen. Und schnell ist man bei einigen Aufwand und dann möchte ich aber diese Arbeitsumgebung genauso auf meinem Notebook haben. Na, warum packe ich das nicht in einen Container und sync diesen Container im Hintergrund, sobald ich auf Reisen gehe und sage, ha, ich möchte jetzt genauso meine Software haben, ich will sie genauso mithaben. Die, in diesem Fall könnte man, wenn die Sicherheitsprobleme nicht bestehen, einfach mit BindFS den normalen Home Directories mit einbinden, das funktioniert. Ich mache das im Serverbereich regelmäßig. Und damit könnte ich also sowas wie Toolpakete haben, meinen persönlichen Office-Container, meinen persönlichen Grafik-Container, meinen persönlichen Kalender-Container, was auch immer, und den auf meinen Rechner entsprechend synken. Ich glaube, ich bin gut in der Zeit. Als Summary, was habe ich also erreicht? Ich habe meinen Browser hinter meiner eigenen Firewall, wo ich den sauber separiert überwachen kann, was tut der überhaupt. Ich habe also Browserinstanzen, denen ich einen Zugriff auf den Port 80 grundsätzlich verbiete. Das heißt, bitte geh über den Proxy oder lass es. Ja? Wo ich also sicher gehen kann, dass mir keine Software am Proxy vorbeikommt, weil die Firewall entsprechend konfiguriert wird. Ich habe Browser und damit Personalities separiert, habe also bestimmte Arbeitsbereiche in bestimmte virtuelle Maschinen gepackt. Ich kann jederzeit Snapshots machen. Das heißt, ich kann Dinge ausprobieren, kann sagen, okay, was macht diese Seite wirklich, welche Dateien, welche Cookies legt die an, oder ich kann auch andere Browserinstanzen, andere Browser ausprobieren. Root in der virtuellen Maschine, ja, in eigenen Container als virtuelle Maschine. Root in der virtuellen Maschine ist nicht Root auf der Desktop-Maschine, mir war das wichtig, und trotzdem ist die Integration in den Desktop relativ nahtlos und im laufenden Betrieb habe ich keinen Virtualisierungsverlust, weil die Prozesse nativ im Kernel laufen. Minus, wie man vielleicht auch gesehen hat, das ist ein ziemlicher Aufwand, man sitzt einige Tage, um das zu implementieren. Ich bin auch noch nicht weit genug, es wirklich zu paketieren, dass man sagt, okay, so muss es jetzt funktionieren. Die Lösung ist derzeit eine noch sehr persönliche. Ich freue mich daher auch über Input, wie man das systematisieren kann. Die Firewall ist eine Crew, einige Kilozeilen IP-Tables-Befehle gehen da gleich rein. LXC im Speziellen würde ich ja im Better State sagen. Also produktiv kann man schon nutzen, aber ein bisschen Abenteuerlust sollte man voraussetzen. Die Nutzung selber ist komfortabel, wenn man es mal hat, aber ich denke mir, Container sind ja im Serverbereich sowieso die Zukunft. Warum setzen wir sie nicht auch produktiv ein zur Installation und Wartung von Client-Maschinen? Ich finde überhaupt, dass auf dieser Konferenz die Diskussion darüber, mit welchem Endgerät wir dann über die ganze wunderbare Websoftware, die überall entwickelt wird, zugreifen, hintansteht. Und ich finde, es gehört mehr geführt, wie greifen wir dann auf den wunderbaren Web-Services zu. Was Sie auf jeden Fall mitnehmen sollen, Tor allein ist zu wenig. Es verschlüsselt, glaube ich, sehr erfolgreich. Also wenn man davon ausgeht, dass es nicht irgendwie böse geknackt wird, verschlüsselt es äußerst erfolgreich unsere IP-Adressen, aber das allein nutzt uns wenig. Das heißt, was wir brauchen, sind Patches, Headers, Fachwissen und Knowing what you're doing, also auch eine Arbeitsweise, die dem angepasst ist. Wenn ich diese Arbeitsweise nicht ändern möchte, dann brauche ich über Privacy nicht diskutieren. Also ein apt-get-install-privacy gibt es einfach nicht, das ist meine Meinung. Und deswegen ist das den Laien meistens nicht zumutbar. Die schauen sich das 2 Minuten an, sagen, na, das will ich nicht. Ich will meinen, wie auch immer. Und hurtig, ich habe eh nichts zu verbergen. Also ich habe noch keine Laien davon überzeugen können, so zu arbeiten. Ich gebe es offen zu. Ich würde gerne die Diskussion darüber eröffnen, wie können wir für Computerlaien, für Endanwender, für Nicht-Informatiker die Situation verbessern. Ich habe hier eher mal das umgekehrte Experiment gesagt, wie kann ich als Fachkraft the best of herausholen, und ob das the best of ist, ist open for discussion. Ich würde mir wünschen, dass es jeder Mensch sich einen IT-Berater nimmt, so wie einen Hausarzt hat, wie einen Versicherungs- und Vermögensberater vielleicht hat. Das gehört unbedingt gemacht. Die Antwort auf die Frage, wirkt das? Also die absolute Sicherheit gibt es nicht, aber ich verweise darauf, wir hatten bei uns an der FH einen Vortrag einer Werbefirma, die mit so Targeting Marketing heißt das,
heutzutage, Geld macht. Ich habe gesagt, ja, super, toll, aber ich habe JavaScript abgedreht. Stört Sie das? Sagt sie, nein, überhaupt nicht. Das sind 1-2% unserer User. Damit verlieren wir überhaupt keinen Revenue. Die wollen unsere Werbung eh nicht haben. Wir können nach wie vor genug Targeting, Advertising verkaufen und damit stören uns die überhaupt nicht. Das heißt, es besteht nicht besonders viel Motivation seitens der Werbe- und Sammlerfirmen, diesen uns Usern, die das nicht wollen, nachzujagen und da irgendwie besser zu identifizieren. Deswegen hoffe ich doch, dass man zumindest gegen die einfachen Angriffe... und warum ist das Konzept... warum ist überhaupt, sind so viele Angriffe noch erfolgreicher aus einer Sicherheitskonferenz? Es wird noch immer mehr für Globobier ausgegeben als für IT-Sicherheit. Und solange das so ist, können wir uns schützen in einer Schutzschicht ahnungsloser User, die viel einfachere Ziele sind als wir. Und wir müssen auch irgendwie ein bisschen dankbar sein, dass daher nicht zu einem weiteren IT-Wettrüsten kommt, das auch unsere Systeme kompromittiert. Ja, damit danke ich. Ich glaube, ich bin ein bisschen vor der Zeit. Damit danke ich mal vorerst für Ihre Aufmerksamkeit und eröffne gerne die Diskussion. Was kann man hier noch verbessern, erweitern? Ist Ihnen bisher schon das Panopticlick-Projekt bekannt? Ja, ich zeige es auch gerne her. Ist irgendwie... Ich war mir nicht sicher, ob ich genug Zeit habe dafür. Panopticlick ist ein ganz wunderbares Projekt, das versucht zu eruieren, wie viel Daten man streut. Könnten Sie das einmal in Ihrem... Ich demonstriere das sofort. Einen kleinen Moment. Einmal in Ihrer Plane-Maschine quasi und einmal in dieser In der anderen kann ich es deswegen sehr schwer. Ich habe es getestet, weil da muss ich 27 Mal weiter drücken. Das wollen Sie jetzt nicht sehen. das ist die falsche. Also in einer Moment. Von beiden wird das halt durchlaufen, ja, wahrscheinlich. Also dann sehen wir zumindest mal, was da als Result rauskommt. Ja, genau, das möchte ich Ihnen zeigen, das kann ich leicht tun. Das andere ist aufwendig, ich habe es getestet. Ich kann, das müssen Sie mir jetzt, hoffe ich, dass Sie mir glauben. Ja, natürlich, Von 17 Byte Information auf 10 bis 12 Byte Information. Ja, genau, da will ich hin, weil ich glaube, da haben Sie nämlich ein Problem. Und zwar... ist da nicht quasi das Optimum so wenig wie möglich zu haben und quasi besser als 17. Nee, andersrum. Also 12 Bit. Lassen Sie es mal gerade durchlaufen und dann werden Sie eine Anzeige bekommen, dass Sie quasi in einem Pool von so genau da oben genau, von, in einem Pool von so und so viel tausend Leuten. Also das ist jetzt der ungepatchte Browser zur Erörterung. Genau, das ist der Browser, den ich erreiche, wenn ich Firefox installiere und aufrufe. In dieser Masse quasi sind sie unique. Ja. Umso kleiner die Masse ist, umso schlechter ist das Ergebnis. Richtig, aber ich habe mich auf diese Zahl bezogen. 17 Bit? Ja, genau. Also wir ITler... Wenn ich das auf 12 Bit drücke, bin ich auf circa, ich habe es heute Vormittag getestet, einer unter 4.500. Das ist immerhin besser... ist immerhin besser als einer unter 133.000. Nee, das Problem ist, es müsste genau andersrum sein. Nein, es ist nicht. Doch, also wenn Sie einer unter drei Millionen sind... Wenn Sie in einer Kleinstadt wohnen und man weiß, Sie sind aus dieser Kleinstadt und die hat 133.000 Einwohner, sind Sie identifiziert. Ich möchte Ihnen gerade nur erklären, warum. Also wenn da steht, Sie sind einer unter 3 Millionen, sind Sie schwerer zuzuordnen? Nein, es ist umgekehrt. Wenn ich einer unter 3 Millionen unique bin... Ja. Dann bin ich identifiziert, sobald klar ist, dass einer von diesen 3 Millionen gecallt hat. Das ist wie ein Fingerabdruck. Ja. Es ist besser, du hast einen Fingerabdruck von einer zu 10 Millionen, dann bis von 10 Millionen ist nur einer erkennbar. Wenn du aber einen Fingerabdruck hast von 3000, dann gibt es viel mehr Leute, die da einen Fingerabdruck haben. Bezieht sich immer auf die Gesagtheit. Genau. Ja. Dankeschön. Na, ist so. Also wenn jetzt... Nein, die Mathematik dahinter würde ich dann gerne in der Pause diskutieren. Noch eine andere Sache wollte ich sagen. Diese Container sind halt eine super Sache, aber die teilen sich ja immer den gleichen Kernel. Ja. Und das Problem ist, wir setzen als ITer, also wir finden die ganz irgendwie hip und fresh und nutzen die gerade überall. Und... quasi lösen damit zum Beispiel Virtualisierungslösungen teilweise ab.
Und das Problem dabei ist, dass wenn wir zum Beispiel auf unseren Servermaschinen Verschlüsselung laufen haben wollen und wir haben das in der richtigen Virtualisierung mit Hypervisor, dann kann der Kernel, der da selber läuft, der halt ein bisschen Overhead hat und seine eigenen Ressourcen verbraucht, das Modul für die Verschlüsselung zum Beispiel laden, ganz selbstständig. Und wenn wir das in diesen Containern haben, kann er das eben nicht, weil da muss der Kernel, der quasi diesen Container stellt, das Modul mit haben. Das ist gar keine Frage. Ich habe deswegen die VirtualBox-Lösung als eine dieser vollständig virtualisierten Lösungen, also nur zur Erläuterung, da wird die komplette Maschine de facto in einer Emulierung laufen. Das war keine Kritik, sondern ich wollte das nur sagen, weil da stand, Container sind die Zukunft. Ich hab auch drei verschiedene Levels angeboten. Das eine ist also den Firefox einfach nur so separieren, dann die Mittelstufe sozusagen im Container und natürlich wäre die härteste vollständig virtualisieren, wie CubeSOS das macht oder wie ich das mit einer VirtualBox mache. Da muss jeder, your mileage may vary, ja, also auch für welchen Zweck und für welche Personality. Mein Requirement war die Integration in meinen Desktop und den kann ich mit der Lösung dann sehr schwer erreichen. Also ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Ja, könnte man darüber diskutieren. Ich glaube auch, dass mir der Rechner hier dann zu schwach ist für diesen. Ja, bitte sehr. Hi, eine etwas mehr technische Frage. Wie bootstrappen Sie die Container? Ich habe mehrere Möglichkeiten, die Container zu bootstrappen. Die Container werden im Wesentlichen mit die Bootstrap erzeugt und dann aus den, also das wird eine komplett neue Debian-Maschine erstellt, in meinem Fall. Als Root? Ja, als Root. Gut, danke. Also das Ganze ist gestreamlined auf meinen Computer. It's a personal computer. It's mein Endgerät, ja. Also ja, aber andere sollen es ja nutzen. Ja, aber also man muss sich schon ein Gerät, also wenn man so tief ins System greift, muss man sich ein Gerät herrichten. Das ist schon so. Bitte. Ja, wie sieht das mit SSL-Verschlüsselung aus bei den ganzen Proxys? Wird da irgendwie auch noch, also wird das gewahrt, wird die Verschlüsselung im Server dann beendet und was, wenn der Server irgendwie kompromittiert wäre? Meine Proxys arbeiten eigentlich so, dass sie in den seltenen Fällen ohne SSL kann man das noch machen, da kann man ein paar Header austauschen. Aber das war zum Beispiel der Grund, warum ich diesen Header-Plugin dann gewählt habe, weil ich das im Browser machen muss, weil meine Proxys machen SSL nicht auf. Technisch ist das möglich, aber ich wollte das nicht. Ja, aber ich filter über die URLs, kann man schon relativ viel machen. Ja. Ich habe auch eine Frage. Erstmal danke für den Vortrag, sehr interessant. Und meine Frage ist, wann habe ich eine Lösung, die ich meiner Schwiegermutter installieren kann? Das ist exakt die Frage, die ich unheimlich gerne in der Pause diskutieren werde, weil die Antwort auf diese Frage interessiert mich auch. Ich habe sie nicht. Aber vielleicht können wir ein Projekt ins Leben rufen. Ich wäre dafür. Vielleicht letzte Frage noch. Ich wollte nur mal kurz fragen, wie das aussieht, wie man in dem ganzen Kontext Google Safe Search bewerten soll, die ja in vielen Browsern, wie zum Beispiel dem Firefox, eingebaut ist und relativ schwer abzuschalten ist. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was Google Safe Search ist. Also wenn man mal so einen Firefox anmacht und schmeißt so einen TCP-Dump an, dann sieht man, dass da Traffic über die Leitung läuft, ohne dass man was macht, ohne dass man aktiv surft. Also ich verwende sehr wenig Google. Ich habe keine Ahnung, was Safe Search ist. Ich auch nicht. Erklärung, ja. Safe Search ist ein API von Google, wo jede URL hingeschickt wird und gegen eine Liste validiert wird, die potenziell... Okay, das sind vermutlich genau diese URLs, die ich blockiert habe im Proxy. Nein, also abdrehen und... Nein. Nein, safe bin ich selber. Nein. Also ich habe schon solche Dinge beobachtet, dass manche Software sehr gerne auf bestimmte URLs zugreift und die blockiere ich dann einfach im Proxy. Also, und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, dann sei es so. Das war ja die Absicht. Sie haben relativ viele Skripte jetzt während des Vortrags benutzt. Gibt es die irgendwo oder allgemein die ganze Config mit LXC? Kann man sich das irgendwo anschauen? Also es ist so, es gibt sie noch nicht. Ich bin gerade dabei, das zu paketieren. Und das war, so war auch meine Frage zu verstanden. Die Skripts sind derzeit sehr auf meinen persönlichen Bedarf zugeschnitten.
Ich arbeite aber daran, das zu veröffentlichen. Dazu muss man es aber verallgemeinern und ich trachte mit diesem Vortrag auch zu verstehen, worin der Bedarf liegt. Also wo man die Trennlinie zwischen meinem persönlichen Config und einer allgemeinen Config einführen kann. Ansonsten ist ja genau, also bei Sicherheitssachen ist immer so das Ding, ich mache es mir gerne selber und ja, und wir haben die Privoxy-Leute draußen sitzen, wir haben die Adblock-Leute draußen sitzen, die können sicher mehr dazu erzählen und man muss es sich dann im Endeffekt selber machen, weil man nur selber weiß, was man eigentlich wirklich haben möchte. Gut, ich werde zum Ende aufgerufen, tut mir leid, wenn jetzt noch ein paar Fragen untergehen, die beantworte ich sehr gerne im Anschluss. Danke für eure Aufmerksamkeit und danke den Organisatoren.